Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Singularity. Der vierten Folge heute. Bisher kam heute die Art-Analyse der Mittelerde Fight Club und Obscure 2. Später kommt auf jeden Fall noch Herr der Ringe Online. Auch hier möchte ich mich natürlich entschuldigen für die lange Zeit, wo jetzt keine Folgen kamen. Ich versuche heute so viele Folgen wie möglich zu machen, aber ich glaube nicht, dass ich alles nachholen kann. Es ging leider nicht anders aufgrund psychischer Gründe, psychischer Schwierigkeiten. Und ich möchte auch hier natürlich meinem 49. Abonnenten danken, dem Daniel Hotcast. Der war, habe ich mir jetzt mal schon erwähnt, da wusste ich aber den Namen noch nicht. Vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Teilen. Und ich hoffe, dass dir die Videos zusagen. Ich hoffe auch, dass ich gerade den richtigen Namen verwende, weil ich kann gerade nicht nachgucken. Deswegen hoffe ich einfach, dass der richtige Name ist. Beim letzten Mal bei Singularity hatten wir viel Spaß. Wir haben gegen Mutanten und Soldaten gekämpft, die aber auch gegeneinander sich bekriegt haben. Deswegen der Name des letzten Parts. Wir haben mit Waffentechnologien die Valkyrie komplett aufgebessert, sind jetzt im Kocher drin und hatten zeitweise einen Raketenwerfer, der anscheinend den Platz des Siegers einnimmt, den dritten Slot. Und ja, jetzt können wir vielleicht die Bombe aufladen. Wir haben im Moment Valkyrie und Nagelkanone als Ausrüstung. Die Schrotflinte momentan nicht. Und jetzt gucken wir mal. Hier sind wir angekommen beim letzten Mal. Und hier müssen wir lang. Da ist ein Waffenschrank hinten. Das heißt, Sie müssten innerhalb der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Oh, ganz toll. Zeitrisse können... Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. Uns bestimmt helfen, wollte ich sagen. Finden Sie den Riss zum Kocher 1955. Wir waren ja vor kurzem schon mal 1955, aber das nur sehr, sehr kurz. Den Schalter können wir nicht drücken. Hier ist ein Waffenschrank. Wir werden heute eine andere Waffe aufbessern. Leider gab es dazu keine Kommentare. Die 99 haben wir auch. 7530 im Moment im Pott. Energiezelle brauchen wir die hier. Ich glaube nicht. Aber das Hilfspack nehmen wir gerne mit. Und die Munition auch. Und hier drin ist auch nochmal E99. Und Automatikkanonen. Nee, nur E99. Automatikkanonen Munition brauchen wir nicht. So, und was haben wir hier noch drin? Noch ein erstes Hilfpack und nochmal E99. Cool, dann haben wir jetzt knapp 8000 E99 und wieder alle Hilfpacks. Und ja, jetzt werden wir gleich was verbessern. Funkgerät noch schnell anhören. Da kam aber jetzt nicht sonderlich viel. Es stand leider, wie gesagt, in den Kommentaren nicht drin, was wir als nächstes verbessern sollen. Ich habe mich jetzt entschieden, die Sniper zu nehmen, weil die, also die Centurion brauchen wir eigentlich gar nicht verbessern. Ich denke, das ist Verschwendung. Die Valkyrie ist jetzt fertig. Wir haben eine. Die Volk ist auch fertig. Die Automatikkanone fand ich jetzt nicht so berauschend. Und die Nagelkanone, die wir jetzt gerade haben, ist zwar stark, aber ich denke, mit der Vollaufrüstungs-Shotgun brauchen wir die nicht so oft. Und den Granatwerfer genauso. Den braucht man nur zu speziellen Zwecken. Deswegen nehme ich jetzt hier die Kasimov, die Sniper. Die Frage ist, was wir erhöhen. Den hohen Schaden brauchen wir eigentlich nicht erhöhen, weil die macht sehr hohen Schaden. Am ersten Magazingröße würde ich sagen, im Moment. So, und dann tun wir das hier reparieren. Aha, das hat jetzt gerade den Schalter hier aktiviert. Den konnte man vorher nicht drücken, gut zu wissen. Ansonsten scheint hier nichts drin zu sein. Gut, dann auf geht's. Benutzen. Und da ist ein Monster. Da hat man jetzt gerade richtig schön die Funktionsweise der Nagelkanone gesehen. Ich hätte die jetzt aber auch gerade mit der Valkyrie machen können. Nee, das war jetzt irgendwie Reflex. An sich mag ich die Nagelkanone ja sehr gerne, weil die fast nur Headshots macht. Okay, hier ist ein Kühlpack. Und
hier sieht es sehr interessant aus, finde ich. Wo sollen wir denn lang nach oben? Da nehme ich jetzt die. Ja, da wollte ich jetzt. Der geht ja noch weiter. Bleib liegen, danke. Da wollte ich jetzt nicht die Nagelkanone verwenden, die braucht halt ein bisschen. So, wir mussten nach oben. Hier unten ist aber, meine ich, nichts. Okay, und ich glaube, schleichen tun wir schon. Wir müssen aber noch nicht heilen, das lohnt sich noch nicht. Zweimal breit und fette Warning. Und das Tor geht auf. Solche Tore kennen wir ja schon. Wir brauchen halt jetzt einen Zeitriss. Bisher ist hier ja recht wenig los. Bisher nur die schwachen Anfangsimpfanten. Aber es ist verdächtig ruhig. Vom letzten Part hatten wir halt sehr viel. Ich vertraue der Ruhe nicht unbedingt. Sie müssten bereits einen Riss sehen. Wo soll ich einen Riss sehen? Benutzen Sie ihn, um den Aktivierungscode zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Okay, also hier könnte man... Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Hier könnten wir die E99-Bombe aufladen, aber wir brauchen den Code von Dr. Petrov. Und wir sollten hier schon einen Zeitriss sehen, sagt Barisov. Ich sehe aber gerade ehrlich gesagt keinen. Aber vielleicht bin ich auch blind. Hier laufe ich jetzt mal. Dann werden wir heute wohl die Bombe laden. Da lang. Hier ist ja auch sonst nichts mehr, ne? Ja, wir können ja nur da lang gehen. Aber jetzt gehe ich erstmal nach rechts. Das war ein sehr komisches Geräusch gerade. Den Dr. Petrov kennen wir auch vom Namen her zumindest. Der kam öfters vor, wie ich mich erinnere. Ich weiß zwar gerade nicht mehr in welcher Funktion, aber er kam öfters vor. Ich sehe trotzdem keinen Zeitriss. Vielleicht bin ich auch nur blind, aber ich sehe keinen Zeitriss. Da rein sollen wir ja, ne? Das ist total toll, weil da drin ist man bestimmt total sicher. Aber wir haben gar keine andere Möglichkeit. Elevator, ein Aufzug. Ich sehe aber gerade gar keinen. Ach, hier ist der Elevator. Okay. Dann auf in den Aufzug. Mal sehen, ob wir in das Geschoss für Herrenmoden abkleiden, für Damen-Oberbekleidung kommen oder von mir aus auch Herrenbekleidung. Nö, sieht mir nicht so aus. Ja, hier ist ein Zeitriss. Das sieht mir wie ein Zeitriss aus, aber den hat man von der anderen Seite doch bestimmt nicht gesehen. Der Barisov muss Adleraugen haben, Ziel erfüllt. Es ist halt immer noch verdächtig ruhig hier. Das ist definitiv ein Zeitriss. Aber von der anderen Seite hat man ihn doch nicht gesehen. Das brauchst du mir nicht erzählen. So, ich gehe kurz hier hinten runter. Ach, haha. Wenn wir könnten. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach 1955. Wir waren ja einmal kurz drin bei der Gasmasken-Episode, aber das war halt nur sehr, sehr kurz. Ich denke mal, dass jetzt wird wieder länger. Ich nehme jetzt auch mal die Valkyrie, weil wir wahrscheinlich dann wieder Soldaten haben. Inhalt wird gespeichert. Kartorga 12, Verabredungsanlage 1955. Ich gucke nur kurz, wie lange wir noch spielen. Ach, wir haben Zeit. 20 Minuten, ja, kein Problem. So, wo sollen wir hin? Wir sollen hier runter. Das sieht übrigens total schön aus hier eigentlich. Eigentlich sieht es hier cooler aus. Ich räume überhaupt keine Hauptkammer. Ich brauche einen Code von euch und den werde ich mir holen. Keine Soldaten hier. Keine Soldaten hier. Interessant. Interessant und ungewöhnlich. Das finde ich echt schön hier mit dem roten Licht. Anscheinend ist hier gerade Evakuierungsstimmung, so wie das klingt. Ich räume überhaupt keinen Bereich. Wie gesagt, ich habe eine Mission zu erfüllen. Ich renne jetzt doch wieder, ich wollte wieder schleichen, aber...
Hier ist ja nirgendwo irgendwer. Die Frage ist, wo der Petrov ist. Elevator. Da könnten wir reingehen, da könnten wir reingehen. Wir sollen hier rein. Dann gehe ich erst hier hin. Ach, hier ist die. Hier ist das Pissoir. Wie gesagt, die Leute von Kataloga 12, die Putzfrauen wurden länger nicht bezahlt. Auch in der Vergangenheit sind das hier keine sauberen Toiletten. Hier funktioniert auch nur ein Waschbecken. Das Waschbecken hier ist besonders hilfreich natürlich. Was haben wir hier hinten noch? Dekontaminationsdusche. Oh ja. Oh ja, komm, duschen wir uns ein bisschen ab. Wir waren ja vor kurzem fast erstickt, da kann eine Dusche nicht schaden. Finde ich ganz cool, dass es sowas hier gibt. Aber sonst ist hier scheinbar gar nichts. Wir sollen darüber. Ich habe das Gefühl, dass wir in den Hinterhalt laufen, ehrlich gesagt, weil wir haben hier keine Sorten bisher. So, hier ist eine Spritze. Da haben wir wieder volles Leben. Wir hatten bisher nur holzschwache Mutanten. Hier könnten wir einen Schalter benutzen. Hier sind Pläne, da kann man aber nichts drauf lesen. Hier ist eine Bioformel, die nehmen wir gleich mit. Entdeckt Schmiede. Erhöht die Anzahl von ZMG-Ausrüstungsplätzen. Oh, sehr geil. Das bedeutet nämlich, dass wir mehr als nur eine Sache nehmen können. Coole Sache. Beim nächsten Verbesserer wird die gleich geholt. Was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Notiz. Aber erst gucken wir hier. E99. Ein Atom anscheinend und verschiedene Grafiken und Berechnungen. Was sagt denn die Notiz? Der Kocher, was für eine primitive Bezeichnung. Und für ein so unglaubliches Gerät. Es war schwierig, die E99-Isotope zu isolieren, aber die Mühe hat sich gelohnt. Es ist, als hätte jeden Tag jemand anders einen neuen Verwendungszweck dafür. Viele davon scheitern. Einige so fürchterlich, dass Moskau nie davon erfahren wird. Aber das ist... besser so. Dort kann keiner nur annähernd verstehen, was wir hier machen. Notiz: Dr. Barisov fragen, ob er bei einem Experiment immer noch Probleme mit den elektromagnetischen Messwerten hat. Ich verstehe nur nicht, wie er so hohe Werte ohne etwas so Großes wie den Kocher kriegen kann. Vom Dr. Petrov, also von dem, den wir suchen. Okay, der Kocher scheint also was Interessantes zu sein. Aber wenn ich allein schon wieder lese von Experimenten, die so schrecklich sind, oder von Versuchen, die so schrecklich sind, dass Moskau davon nicht erfahren darf, also eigentlich die, die das Ganze hier bezahlen, holt mich ja schon wieder nicht hier. Hier ist ein Bunsenbrenner, probieren wir mal, ob er geht. Geht wunderbar. Und hier ist ein Oszilloskop. Von dem man irgendwie gar nichts hört. Ja gut, aber hier fand ich den ZMG-Entwurf richtig schön. Dann Schalter drücken. Eine neue offene Tür. Ein Aufzug, okay. Dann fahren wir mal ins nächste Geschoss. Hier war ja sonst nichts mehr. Ja, bin gespannt wegen dem Koffer. Inhalt wird gespeichert nochmal. Wir haben aber bestimmt noch Zeit. Ich gehe nochmal kurz raus. Ja, ja, noch über die Hälfte. Ja, bei Speicherpunkten gehe ich immer raus. In letzter Zeit habe ich gemerkt, immer noch keine Soldaten hier schon. War denkste. Das wäre ja zu schön gewesen. Aber das waren jetzt nur zwei. Ja, ich hätte auch einen verwandeln können, aber das wollte ich zwar nicht machen. So, eure Munition hätte ich aber sehr gerne, Valkyrie-Munition. Ich finde es cool, dass wir jetzt eine vollauflose Valkyrie haben. Da vorne sind zwei Health Packs. Aber wir haben volles Leben. Und volle Health Packs. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Da kamen wir doch her.
Ach nein, hier ist eine Art Büro. Ja, bisher nur zwei Soldaten und ein paar schwache Anfangsmutanten. Es geht mir hier wirklich zu leicht. G99 haben jetzt über 8000. Energiezellen brauchen wir nicht. Nochmal E99. Noch ein Hilfspack. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Was sollen wir denn hier machen? Ist hier irgendein Schalter oder so? Oder eins von diesen Rädchen? Na, ganz toll. Okay, das Gute ist, dass es Dr. Petrovs Labor anscheinend. Das Schlechte ist, wir sind wie ein Anfänger in die Falle gelaufen. Weil der hat jetzt die Sicherheit natürlich alarmiert, hat uns auch sofort erkannt, weil er gesagt hat, wir sind der Mann, der Demichev töten wollte. Und läuft weg. Na toll. Naja, gut. Ja, dann kommt doch Sicherheitsdienst. Ich bin für alles bereit. Wiederkehrer. Greif doch deine Kumpels an. Genau, greif deine Kumpels an. Oder stirb. Der ist jetzt ziemlich schnell gestorben übrigens. Ach, wisst ihr was, ich nutze nochmal die Nagelkanone hier. Peng! Ja, komm wieder raus, dann habe ich was Schönes für dich. Was? Wieso treffen wir ihn nicht? Da drüben war auch irgendwo einer. Oh, du lebst ja immer noch. Kannst du mal sterben gehen? Danke. Na, den treffen wir so nicht. Irgendwie mit der Nahkanone war ich schon mal besser, habe ich das Gefühl. Ist er tot? Ich höre immer noch bestimmte Geräusche. Ja, egal, wir heilen uns hier kurz und nehmen das Hilfspack hier mit. Da sind wir wie ein Anfänger in die Falle gelaufen. Ich nehme nochmal die Valkyrie irgendwie. Ja, der lebt nämlich noch. Irgendwie mit der Nagelkanone war ich schon mal besser. Valkyrie-Munition. Valkyrie-Munition. Der eine Wiederkehrer war hier vielleicht unpraktisch. Hilfspack brauchen wir nicht. Nochmal Valkyrie-Munition, geht nochmal eure ganze Muni. Voll, ist aber voll, also die Schrotflinte. Ja, der Petrov ist natürlich jetzt weggelaufen. Sicherheitsstufe raus. Die rote Sicherheitsstufe bringt euch überhaupt nichts. Meine Valkyrie will ich alle zwingen. Ja, jetzt funktioniert die Nagelkanone auch. Ich lade mal beides nach. Oh Mann. So, da habe ich jetzt nochmal einen Wiederkehrer gemacht. Und ich heile mich mal kurz. Und hole mir vorne die Munition zurück. Das ist weg. Dann sollen sie sich mal mit dem Wiederkehrer umschlagen. Wir haben ja immer noch 5. Was? Der Wiederkehrer hat uns nicht gemerkt. Ja, Wiederkehrer, ich muss dich leider töten. Der hat leider nur noch sehr wenig Schuss in der Nagelkanone. Jetzt war die an sich doch ganz praktisch. Lebt er noch? Ich glaube nicht.
Der Sicherheitsdienst bringt euch gar nichts, merkt ihr das nicht? So, E99. Ach, erstmal hier Dr. Petrov eine neue Notiz. Die Mutationen ergeben keinen Sinn. Das E99 ist ein Teil der Gleichung, aber etwas anderes ist der Katalysator. Verdammt, uns läuft die Zeit davon. Dr. Dimitrov ist jeder Ausrede recht, um das zu beenden, was er für banale Forschung hält. Wollte eigentlich das E99 haben. Okay, ja, hier sind die Pflanzen. Variants, Mutations, Variables. Aha, die Pflanze hatten wir ja schon mal öfters. Munition, her damit. Gut zu wissen, also die Pflanzen wären wirklich Mutationen entstanden. Hier wäre man letztes Mal mich noch gewundert. Hier alles voll. Aber wiederkehre, musst du leider sterben. Müssen wir da rein? Da ist so viel drin. Nein, wir müssen da lang, aber hier ist so viel drin, natürlich gehen wir erst hier rein. Noch eine Notiz. Wieder vom Dr. Petrov, der hat echt viel geschrieben. Zahlreiche Mitarbeiter berichten von Schwindel und Kopfschmerzen nach der Arbeit mit E99-Proben. Beim Umgang mit Ivan gab es nie Meldungen über solche Probleme. Aber die E99-Isotope sind anders als alles, womit wir je gearbeitet haben. Ja, man merkt schon, selbst die Wissenschaftler wussten, dass es eigentlich keine beste Idee ist. Und das hier, die Kugel hier, sieht so aus, wie das wohl das CMG drin war. Oder wie das, was vorher mit dem rot-blauen geleuchtet hat. Diese Art Weltkugel. Okay, hier oben steht auf jeden Fall E99 rum. Nachladen können wir auch. Da haben wir jetzt 9350. Wird echt mal wieder Zeit hier für einen kleinen Verbesserer, wie ich finde. Mikroskope hier. Sonst ist hier aber auch nichts drin, außer Spritzen, aber wir haben volle Gesundheit. Wir kriegen echt sehr viele Health Packs hier. Hier sind die Toten, aber die Munition brauchen wir nicht. Halt. Da war Valkyrie, die wir gebrauchen konnten. Und hier sind so kleine Tauchbecken. Was auch immer da drin ist. Wir können natürlich nicht hin. Renko, der Supersoldat, kann ja nicht so weit springen, ne? Wissen wir ja schon. Hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Okay, ja gut, dann müssen wir jetzt nach da vorne weiter. Bisher hat uns der Sicherheitsdienst ja nicht wirklich aufhalten können. Aber wir haben ja auch voll Gesundheit und so. Und Verbesserung uns geholt. Die können uns halt kaum was. Nach vorne. Hier nochmal Health Packs. Brauchen wir aber nicht. Die Spritze auch nicht. Aber E99 nehmen wir immer mit. 9450 und hier mit 9650. Weil dann der Feldarzt kostet ja schon 5000. Okay, und dann in den Aufzug. Wo ist denn der Petrov hingelaufen? Der ist ziemlich weit gelaufen, wenn wir gekämpft haben. Und eine neue Inhaltsspeicherung. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 7 Minuten. Ich werde noch einen Speicherpunkt weitergehen. Ich denke, in 7 Minuten können wir einen Speicherpunkt schaffen. Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Alle Bereiche müssen sofort mit den Abriegelungsprozeduren starten. Jetzt haben wir 10.250 E99 und weitere spaßige Leute. Das war total clever. Ich will mal wieder einen Wiederkehrer machen. Wieso kann ich wieder nicht zielen? Ah, ich habe gleich den Wiederkehrer. Ich wollte eigentlich zielen, aber... Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Wir haben Sicherheitsstufe Rot. Da stand doch noch jemand. Das war noch nicht der Einzige. Aber dann natürlich den Wiederkehrer halt. Böser Wiederkehrer, weil eigentlich hatten wir hier noch Spaß. Ja, genau. Das Boom bestätigt auch, dass wir noch Spaß hatten. Boom hat's gemacht.
Granate! Die sind ganz im Bombenfreudig hier, die Jungs. Und hier sind die Leichen mal wieder verschwunden. Die magischen, verschwindenden Leichen. Ach ja. So, noch irgendwelche Russen hier, laut Ton ja. Valkyrie. Ja, die Nagelkanone ist mir irgendwie in letzter Zeit langsam, obwohl ich die jetzt heute ein paar Mal doch verwendet habe. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier. So. Wir müssen nach da, aber erst haben wir hier nochmal. Das ist ja derselbe Bereich, wo wir vorher waren. Das verwirrt mich auch ein bisschen. Ich würde immer noch gerne da reinspringen, das meinte ich vorher, das rote mit den blauen Wandungen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Globus natürlich, aber das war wohl das Bild oben. So, wir können auch nur hier lang. Einmal heilen. Health Pack mitnehmen. Warum habe ich schon wieder Probleme hier mit den Zielen? Ihr könnt überhaupt nichts gegen mich machen, die Jungs. Ihr habt überhaupt keine Chance gegen mich, Jungs. Ja, genau, schieß in der Gegend rum, bevor du stirbst. Das ist ja wie Kasperkopf schießen wir. Eingefroren. Hatten wir ja auch schon mal bei den Sex. Sondern weil er das jetzt zwar eingefroren haben. So, ich heile mich nochmal, damit wir den anderen mitnehmen können. Die, wir sind echt eine Ein-Mann-Armee, die können uns gar nicht. Die tun uns kaum weh. Und überall Valkyrie zu mitnehmen. Also Valkyrie benutzen echt drei Viertel der Russen. Nicht alle. Hier ist zum Beispiel mal Volk. Aber drei Viertel nutzen echt Valkyrie. Centurion habe ich auch mal immer wieder gesehen. So, hier scheint sonst aber auch nichts zu sein. Wo ist der Pedro hingelaufen und wie viele Sicherheitsmänner gibt es hier? Das würde mich schon interessieren. Weil wirklich uns schaden tun die alle nicht. Und ich hoffe, wir überziehen gerade nicht. Okay, Inhalt wird gespeichert. Jetzt wollte ich das schon sagen, ich hoffe, wir überziehen nicht. Nein, wir haben noch 2 Minuten. Perfekt, dann hören wir jetzt auf. Ich denke mal, in 2 Minuten schaffen wir keinen Save mehr. Aber ja, beim nächsten Mal, denke ich, werden wir den Code kriegen vom Pedrov. Der ist, wie gesagt, ziemlich weit gelaufen, aber das gerade eben war wirklich, uns konnten die überhaupt nichts. Also sie haben uns ein bisschen was abgezogen, aber wirklich aufhalten konnte uns der Sicherheitsdienst nicht. Auf jeden Fall sehr schön der Schmiedeentwurf, den wir gefunden haben. Ich hoffe wirklich bald auf einen Verbesserer. Und ja, jetzt eben angefangen, die Sniper-Waffen-Junk zu verbessern. Da gab es ja keine Kommentare. Und genau, also insgesamt würde ich, glaube ich, die Schwurfhände wieder nehmen, weil die Nagelkanone schießt halt irgendwie einfach so langsam. Und ich habe auch das Gefühl vorher gehabt, dass die Schwurfhände eine längere Reichweite hatte. Als jetzt heute die Nagelkanone, aber da kann ich mich auch irren. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr später bei der Herr der Ringe Online auch wieder dabei seid. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.